Natürlich ein beunruhigendes Gefühl, weil auf hoher See und im Gerichtssaal ist man ganz allein. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass sich alles zum Guten wenden wird. Das Gewissen von Strache ist sauber und ich denke, am Ende der Woche werden wir alles erfahren. Was hat HC Strache Ihnen zu diesem Prozess im Vorfeld gesagt? Ja, nicht mehr als der Öffentlichkeit. Also er ist auch Passagier in diesem Prozess, wird sich entsprechend verteidigen und ich denke, das wird sich in Luft auflösen. HC Strache glaubt an einen Freispruch? Sie auch? Ich auch, ja, natürlich. Wie nervös muss HC Strache Ihrer Meinung nach derzeit sein? Der ist sicher nervös. Immer wenn man auf der Anklagebank sitzen muss, ist das natürlich ein beunruhigendes Gefühl, kann ich mir vorstellen. Er war dort noch nie, ich war dort noch nie, aber ich kann mir vorstellen, angenehm kann das nicht sein. Wie gravierend sind Ihrer Meinung nach die Vorwürfe? Ich gehe davon aus, die sind aus der Luft gegriffen. Es geht um Bestechlichkeit, es geht um ein Gesetz, wo private Krankenanstalten mit dem Staat abrechnen sollen. Okay, warum nicht? Manche durften das schon, andere durften es nicht. Das war eine Situation, die unfair war. Und im Endeffekt geht es jetzt um 10.000 Euro Parteispende, die geflossen sind. Und hier will man einen Kontext schaffen mit dem Gesetzeskauf. Das wäre das billigste Gesetz der Welt, um 10.000 Euro, glaube ich. Was kostet so ein Gesetz? Ich weiß nicht, was. Ich weiß nur, dass bei ÖVP zum Beispiel monatlich mit Dauerauftrag 50.000 an Parteispenden eingehen. Da wird weder ermittelt, noch gibt es eine Anklage. Ne? Mhm. Oder wenn man bedenkt, nur die Geschichte mit Pira, KTM, der hat sich immer den 12-Stunden-Tag gewünscht. Ne? 500.000 Euro Parteispende und seltsamerweise ein halbes Jahr später gab es dieses Gesetz. Auch hier wird nicht ermittelt. Also der Bundeskanzler müsste meiner Meinung nach viel früher auf der Anklagebank sitzen als hier Strache. Also es passiert öfter, dass Gesetze gekauft werden, Ihrer Meinung nach? Nein, das ist natürlich auch kein Gesetzeskauf. Aber es wird versucht, ständig irgendwo Politiker zu kriminalisieren. Und wenn man hier auf diese Art weitermacht, wird man keine seriösen Leute in die Politik mehr bekommen. Es geht ja auch um WhatsApp-Verläufe, die da in diesem Prozess als Beweismittel dienen. Und da geht es sinngemäß um den Inhalt einer WhatsApp. Was für ein Gesetz brauchst du? Das soll HC Strache eben an den befreundeten Betreiber der Privatklinik getextet haben. Wie sehen Sie diese WhatsApp, wenn die tatsächlich so stattgefunden hat? Naja, da geht es darum, dass man sich im Detail natürlich nicht mit allen auskennen kann. Und ein Krankenanstaltenbetreiber weiß das natürlich ganz genau, was nötig wäre, dass er auch andere Privatkrankenanstalten abrechnen können. Nicht? Und so war es gemeint. Jetzt sind Sie ja selber schon langjähriger Politiker. Wie dünn ist denn da das Eis, auf dem man sich begibt? Wann ist es Freundalwirtschaft? Wann ist es eine Gefälligkeit? Wann ist es Korruption? Wie geht es Ihnen damit? Es ist natürlich dünnes Eis, aber man muss schon das Verhältnis auch sehen. Wie gesagt, es geht um 10.000 Euro, die anschließend als Parteispende eingegangen sind. Bei anderen Parteien gingen viel mehr Summen ein und da wird nicht einmal ermittelt. Also es wird hier schon der Eindruck vermittelt, dass man krampfhaft versucht, Strache zu kriminalisieren. Auf die verschiedensten Arten und Weisen. Ob es jetzt das Ibiza-Video war, das geheim aufgenommen wurde. Ob es ein Gesetzeskauf ist, der irgendwo konstruiert wird. Ob es ständig anonyme Anzeigen sind, denen man nachgeht. Hier wird schon mit zweierlei Maß gemessen. Wie oft haben Sie schon Versuche erlebt, Sie zu bestechen? Noch gar nicht. Ist noch nie vorgekommen bei Ihnen? Ist noch nie vorgekommen. Ich war auch nie in der Situation, dass ich bestechbar sein hätte können, um hier irgendwas zu erwirken. Auf OE24.at kann man den Live-Ticker des Prozesses verfolgen. Ist Ihnen da bereits irgendetwas aufgefallen in den ersten Stunden? Noch nicht. Ich konnte keine Minute noch schauen. Ich habe eine Firma und musste mich darum kümmern.